So, weiter geht's mit Super Street the Game und wir machen heute weiter mit JDM Graham. So, auf geht's. Vier Runden. Alle auf mich oder was? Geh mal weg. Zweifel drücke ich die alle in die Wand, mir soll scheißegal sein. Das ist eh das in der Spiel. Ich will dieses Rennen hier gewinnen. Nächste Runde. Wie ich rausfinde, ist das ein ganzes Getümmel hier. Das heute ist gewonnen. Ach, Gott sei Dank. So, erstes Rennen. Okay, weiter. Eliminator. Rennen. Also quasi der letzte fliegt immer wieder raus. Kennt man ja. Ich hoffe mal, dass wir das nicht sind. Dementsprechend mal gucken, wie es angeht. Na, ein Rennen. Du, eins dürfen wir nicht. Können wir nicht vergewinnen. Ich zeig, dass wir abgeschlossen sind. Das haben wir ja weiß gemacht. So, jetzt müssen wir definitiv letzter werden. Wo wir auf die Zeit, also 18 Sekunden müssen, haben wir noch. Um hier jetzt wertlos zu werden. Das haben wir jetzt geschafft, gerade mit dem. Vorsprung auf Platz 1, oder? Entschuldigung. So, der erste, der sich jetzt verabschiedet, ist Kenneth, der geht weg. Hier. Ich muss ein. Ah, wäre dir da hinten schön bekriegt, das wäre das jetzt nicht egal. Hauptsache ich hab meine Ruhe hier vorne. Weil zwei immer noch hinter mir kleben. Drin kennt man aus den alten Need for Speed Teilen. Also aber da gehört 1 und 2, war das? Also 1 war das auf jeden Fall. So, 4 Autos haben wir noch. Vorne sind wir. Noch 2. Nee, der kämpft euch da hinten. Sind nur 700. Ich muss euch aufpassen, dass ich da nicht irgendwie keinen Fehler einbaue, weil dann ist es nämlich hier vorbei. Das ist der erste Grad, den schon an von denen und da steht. Steht da. Ach, die stehen noch hier rum teilweise. Einen haben wir noch. Da, der will natürlich jetzt angreifen, ne? Der will das dicke Ziel holen. Aber nicht mit mir. Den mal erledigt. Thema erledigt. So, nächste Rennen ist Plotting. Was auch immer das ist.
Wieder so ein komisches Ding. Oh, leck mich doch. Nein, das ist wieder so ein Zeit, so ein Kontrollpunkt. Nein! Ah, Mann. Insgesamt sind es 5 Kontrollpunkte, nicht nur 4. Dankeschön für den kleinen Drama, aber der ist natürlich tragisch gewesen. Der Hubel da war ein bisschen mehr, schlimmer. Oh, leck mich, wer hat die Mauer denn gebaut? Ja, zumindest auf Silber kriegen wir es hin. Die blöde Aktion haben wir es nicht ganz geschafft. Scheiße. Naja, scheiß drauf. Ich hoffe, dass wir das trotzdem als erstes hinkriegen. So, nächste. Ich müsste trotzdem mal mehr Leistung reinpacken in den Wagen, glaube ich. Ich glaube, Kohle haben wir mehr als genug gerade. Machen wir mal, wenn wir das Ding hier durch haben. Das Event. 15 Kontrollpunkte. Ah, so gut, das ist einfach nur ein Zeitfahren, okay. Weil ich ja diese Single, diese Verfolgungsrennen einfacher finde und geiler finde. Also diese normalen Rennen. Rotkostrennen, Sprintrennen, wie auch immer. Ich fahre es irgendwie auch einfach und schaffe dann teilweise rein, manche Rennen nicht. Aber hier bei dem letzten Rennen ist tatsächlich. Da muss ich 2-3 Mal wenden, was dann am Ende richtig Zeit gekostet hat. Was genau diese entscheidenden Sekunden gekostet hat. Theoretisch wäre es machbar gewesen. Vergesst mal das ganze Ding mal, was wir gestern abgeliefert haben. Das haben wir doch locker geschafft. So. Ein neues Crew-Mitglied, sehr geil. Wen haben wir denn jetzt bekommen? Diese junge Dame. Leute. IT-Spezialistin. Ah, Feinabstimmung. Was für ein Autoschnitt. Das ist immer gut. So, wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? 4000. Wir gehen mal in die Werkstatt kurz gucken. Weil ich brauche mehr Leistung für den Wagen. Wir haben noch nicht so viel Kohle. Turbo. Das ist eigentlich alles dasselbe, ne? Nehmen wir für das günstigste. 2000. Bam. Rein damit. So, Luftanlass haben wir drin, Zwischenkühler. Auch drin. Kreisanlage haben wir drin. Auch die haben wir drin.
wir gerade mal, wo wir was Cooles haben. Nehmen wir den mit, weil den wollte ich sowieso haben. So, gut. Drin. Rücklichter. Und Neon. Boah. Nein, ich habe nicht genug Kohle. 50 zu wenig. Gut, Karriere, weiter. Es fehlt nur noch. Okay, es fehlt nur noch ein Rennen danach. Sehr gut. Das Bossrennen danach. Mal neue Felgen, wenn wir mal reinsetzen. Ach, das ist wieder so ein Kontrollpunktrennen. Nein. Wenn du wenigstens noch einen kleinen Zeitbonus bekommen würdest für den einzelnen Kontrollpunkten, aber man kriegt ja gar nichts. Die Scheiße einfach im Gesicht, sie macht zu spät. Boah, ich habe keinen Kontrollpunkt, ich habe 45 Sekunden von einer Minute, von 2 Minuten geschafft. Das ist doch nicht machbar, ey. Das ist doch nicht so wahr. Wenn du hier nur hin und her fährst. Hier ist der A-Punkt, aber wir haben schon die. Wir haben noch. Ja, wir sind nur 3 Kontrollpunkte, aber trotzdem. Gut, das könnte theoretisch auch machbar sein. Ein bisschen zu früh gemeckert. Wenn ich einmal einen Einfall finden würde. Das ist doch nicht wahr, ne? Ey, ich komm nicht rein an diese. Der Punkt, ich bin knapp daran vorbei gewesen. Ja, vergiss es. Jetzt ist vorbei. Da ist der Kontrollpunkt. Wirklich ein paar Meter weg und alles umeinander. Ich komme nicht in diese Ecke rein. Ja, ist doch gut, ey. Nerv mich nicht. Ah, wie soll ich da rankommen? Keine Ahnung, ich komme nicht ran. Ich muss hier komplett außen rumfahren. So viel zum Thema, das ist doch machbar. Das ist einfach. Weil du einfach so komische Wege hast, du kommst einfach nur so rein. Hier ist der Punkt. Und am Ende wirst du da groß ja gar nicht. Was ist das für ein Ding, ey? Links, hey, du kommst da hin, perfekt. Ne? Was? Nö, der geht nicht, da ist der Leitplanke, überall nur Leitplanken, da kommst du nicht vorbei. Ach, Mann. Komm, ey, lass mich schon. Du komm, bremst da früh genug und der rutscht trotzdem komplett da durch. Also. Das meine ich. Da unten ist dieser scheiß Kontrollpunkt. Ich komme nicht runter.
Ja, bin gestochen. Ja, es ist vorbei, mein Gott. Ey, was ist das für ein Scheiß? Alter, bleib, danke. Ach, den billigen Crash nimmt er noch mit. Gut, bisher nichts geschissen, ne? Du kommst ja gar nicht durch. Zweite sind ja hier auf diesem Spiel unzerstörbar. Ja, der Punkt da unten ist und ich komme nicht dran. Oh, diese Drecks-C-Punkte, ey. Kann ich das neu machen? Ja, bitte. Komm, lad mal schneller. Bin ich jetzt nicht zu schnell? Kontrollpunkten. Ja, wie soll ich das denn machen? Du kommst ja nicht runter, du kommst ja nicht von dieser Brücke runter. Ja, die ersten zwei kriege ich ohne Probleme hin, aber nicht den dritten. Halt. Wieder das ja. Vielleicht muss ich gar nicht drehen, ich muss hier außen rum. Nein. Was sind das für Punkte? Ich habe keine Chance. Ich weiß, dass ich den Scheißweg zu dem dritten Punkt unten nicht finde. Mein Gott, fahr mir doch nicht in die Karre, du Idiot, ey. Ich krieg's nicht hin. Ich kriege dieses Rennen nicht hin. Das ist doch nicht wahr. Das ist dieser eine Punkt, den ich verkacke. Weil du da nicht rankommst. So einfach.
und keine Ahnung. Ich komme an diesen Scheißpunkt nicht rein, ne? Weil du da nicht runterkommst. Ja, ich muss in die richtige Richtung und dann sagt er, nö, ist nicht, vergiss es. Warte mal. So viel zum Thema, da ist er nicht. Mit der Tasse, mit das rumnehmen. Oh, fahr doch einfach, ey. Ne, ich muss stehen bleiben. Hey, wir kriegen's hin, komm. Wir kriegen das hin. Perfekt. Super. Puh. Perfekt, das ist die nächste Rennen. Und jetzt müssen wir noch das Ding fahren, auf Gold. Das Boss-Face. Machen wir was. Drei Runden müssen wir uns geben mit dem Team. Ja, warte, diese scheiß Lauf. Ja, der fährt weiter und ich muss warten. Was ist das zum Kotzen gerade? Ich meine, die ist relativ einfach, wieder einzukriegen, aber da vorne ist er nämlich schon wieder. Scheiße. Dann halt nicht. Wenn der jetzt hier doch verzettelt, ne? Warte, kann das sein? Und wir sind wieder Erster. Ja, der verliert die Zeit. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Das ist gut. Ja, soll wir persönlich recht sein. Sekunden jetzt. Wenn sich hier immer noch nochmal verzettelt, wäre super. Na, scheinbar. Egal. Komm hin. Lass uns mit Zähne fahren und dann haben wir das Ding in der Tasche. Wenn er 22 Sekunden rutscht, der hat gerade 10 Sekunden verloren an der Ecke. Scheinbar in dieser Ecke da.
Leute. Ja, gewinnt ein bisschen Zeit, aber die hat. Sie war so noch gewaschen. Mal gucken, ob die Zeit jetzt gleich wieder so rapide hochgeht. Oh, da war. Da war der Kollege mal gerade kurz. Geschafft. Gewonnen. Verdammt, er fehlt immer noch hier das eine Ding, ne? Erinnere noch. Ja gut, ich hab's ein bisschen verbaut. Ich schieße jetzt den Punkt nicht ganz, dann hab ich's geschafft. So, jetzt versuchen wir's doch noch. Lass den noch auf Gold und dann haben wir's. Nein! Der Punkt ist da hinten. Da ist einer weiter. Aber hier ist ein nächster, hier ist noch ein Punkt. Dann lass mal den hier. Wieder noch dritter diesmal, so noch schlechter. Oh, was sind das denn nochmal voran? Das war so knapp bemessen. Nein, ich wollte nicht weitergehen. Ich wollte zu schnell nur drücken. Ich will das auf Gold haben. Weil das fehlt mir noch da drin. Ja, ich verfahre, aber ich verfahre nicht. Gut, jetzt muss ich nur drauf achten. Okay, was den Punkt E betrifft. Der nicht hier ist, sondern eine weiter ist. Oh ja, mein Gott, ramm doch in diese scheiß Wand, ey. Das ist Kotzen, Mann. Oder stellst du mich da 5 Kilometer weiter weg oder was, damit ich da reinkomme? Es ist egal, es ist vorbei.
Das ist genau das, was mir Zeit kostet. Jetzt mal dieses Reingerutsche in irgendeine Wende. Geschafft. Gold. Knapp, aber geschafft. So. Gut. War das auch endlich mal wieder ein Ding auf Gold. Puh. Das gehen wir leider nicht hin. Dann fangen wir jetzt weiter in der nächsten Folge mit dem hier. Stamped Enough. Das ist das quasi, was uns dann... morgen erwartet.